Hallo, was machen Sachen? Ja, lange nichts mehr in Videoform gehört. Dezember ist immer für mich gerade ein bisschen schwierig. Ich arbeite in der Gastronomie und dementsprechend ist da halt doch sehr viel zu tun und ich komme nicht mehr so zu viel. Ab und an haben wir mal ein bisschen gestreamt, aber ja, jetzt halt Dezember, wie gesagt, sehr stressig. Ich hoffe, im Januar gibt sich das wieder, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben für Videos und auch für Streams war immer ganz nice. Wir haben ein bisschen WoW gespielt, dann haben wir auch ein bisschen Modelle gemacht und zu dem Modell, was auch gerade im Hintergrund texturiert ist, habe ich noch ein paar Sachen. Ich habe das ganze Ding komplett anders geplant. Ich wollte das ein bisschen anders da vorstellen, aber ich bin ein Dussel und habe halt einiges verkackt, wenn du so willst. Da hast du schon mal irgendwie was geplant, so minimal ein bisschen, so eine grobe Struktur drinne. Und dann verkackst du es, weil du einen Großteil des Footage löscht. Ich habe, wie ihr seht, ja einige Chibis gemacht oder vielmehr. Fangen wir vielleicht von Anfang an. Ich hatte einen Plan. Ich wollte besser im Animieren werden und dachte, okay, ja, komm, machst dir ein paar Charaktere und stellst einfach mal so ein paar Szenen nach, so ein paar Meme-Videos oder so kurze Clips. Ja, also ist eigentlich schon eine ganz gute Idee, könntest du ja machen, machst dir in ReWorld ein paar Charaktere und machst das dann. Dann kam mir der Gedanke, eigentlich müsstest du ja auch noch Rigging und so weiter auch modellieren, würdest du eigentlich auch gern ein bisschen üben. Komm, das verbinden wir jetzt mal. Wir machen mal was ganz anderes. Wir suchen uns eine Basis, die nicht von ReWorld ist und machen daraus dann was. Wir riggen die, wir machen Blendshapes etc. alles pp. Und dann sagst du, okay, guck so ein bisschen SketchFab durch, denkst du, sind dann schon nice Sachen da. So ein Chibi wäre eigentlich voll süß, voll niedlich. Denkst du, okay, so ein Chibi ist doch relativ simpel vom Aufbau hin. Komm, den kriegst du auch hin. Topologie bei mir ist eh so ein bisschen katastrophal. Gesichter gehen mittlerweile, aber alles, was da drunter hängt, so körpermäßig, schwierig. Komm, übst du das auch. Komm, mir mach das komplette Ding, machst sie jetzt von null auf für selbst, weil Schaden tut's ja nicht, wenn du das übst. Gut. Ein paar Skizzen gemacht, ein paar Dinger gemacht, das, dann nimmst du den ganzen Quatsch auf und ja, hast bis dahin, bis du das alles fertig hast, auch schon einen groben Plan, was du dann so animieren möchtest und dann Clips. So, ich alles aufgenommen, alles, also erstmal modelliert und das aufgenommen. Erste Modell dann halt auch fertig gemacht, also die Basis fertig gemacht, der Chibi ist vorhanden. Dann kam die große Frage: Was für Clips machst du jetzt? Was für einen Charakter generell an sich bräuchtest du jetzt? Wen machst du denn? Machst du dich selber nochmal? Denkst du, nee, da hast du eigentlich auch nicht so wirklich drauf Lust? Möchtest jemand anders machen? Möchtest was anderes machen? Ja. Große Frage. Eine Freundin hatte ja die Idee, komm, mach doch Clips von Streamern, YouTubern etc. und mach die doch nach. Da ist ja voll die geile Idee. Ja, war noch schnell Opfer gefunden, nenne ich es jetzt mal. Da habe ich relativ doch schnell entschieden, die Jungs von Dr. Freud zu nehmen, denkst, weil die laufen momentan bei mir eh ständig im Hintergrund auf der Arbeit. Die Sprechstunde habe ich permanent am Laufen, sonst halte ich den Wahnsinn momentan nicht aus, was bei mir da abgeht. Oder auch generell, wenn ich Videos mache. Ich habe immer gern einen, der labert und die sind doch bei mir stark im Algorithmus vertreten, sagen wir es mal so. Ich sag, komm, das passt doch. Machst du die drei Jungs und dann, ja, animierst du da was und machst so ein paar kleine Clips oder so, so Shorts oder so weiter. Gut. Jetzt sind wir hier, wo wir hier sind. Da habe ich mir gedacht, okay, mit wem fängst du jetzt an? Mit irgendeinem musst du anfangen. Kannst ja eine Münze werfen, ist schwierig bei drei Leuten, so eine Münze hat nur zwei Seiten. Da habe ich gesagt, okay, ich mach's mir einfach. Oh, ich nehme den mit der Mütze, muss ich keine Haare machen, weil ich genau weiß, Haare finde ich persönlich schwierig zu modellieren. Nimmst du Flo, der hat eine Mütze auf. Haare musst du da nicht so viele machen. Dann bei der Texturierung, was ja am Ende selber das deucht es mir, ich habe eventuell vielleicht das alles unterschätzt, weil, Texturierung war dann doch nicht so einfach. Sehr, sehr viele Details. Trotz Chibi, trotz dass ich halt Sachen sehr, sehr vereinfacht habe. Ich finde halt persönlich bei Chibis passt das nicht so ganz, wenn man da ultra viele Details reinpackt. Aber irgendwo muss ja doch schon ja, das Bild vorhanden sein. Zumal er seine eigene Kollektion öfters trägt, das Dyed Rich, denkst, okay, so ganz ohne ist auch doof. Und ich hatte das einfach komplett nicht in meinem Kopf drinne. Gerade jetzt bei der Clip, denkst, auch komm, nimmst du ein Smiley, magst du? Ein Smiley passt auch irgendwie, woran das nur liegt.
Und unten, ich dachte in meinem Kopf, ja, unten ist halt hell. Ja, gut, war halt nicht nur hell, da ist tatsächlich ein Bild drauf. Und es war auch schon relativ spät während des Streams. Also die Texturierung habe ich tatsächlich im Stream gemacht, sonst hätte ich den Pfeil nicht, weil ich dummerweise sowohl den Pfeil für die Chibi-Base, also die Basis, das grobe Modell, sowie auch das Modellieren von Flo tatsächlich gelöscht habe, weil ich dumm bin. Weil ich nicht aufgepasst habe. Ja, habe ich halt nicht mehr gehabt, kann ich machen dementsprechend. Ich habe nur den Stream von der Texturierung und war dann doch sehr spät und irgendwie hat mein Hirn, ich weiß noch, komplett Aussetzer und ich konnte einfach nicht erkennen, was zu sehen ist auf der Mütze. Und dann ist okay, du machst jetzt hin, irgendwas musst du auf die Mütze machen, das soll auch so aussehen, wie das, was da drauf ist. Ich konnte aber beim besten Willen nicht entziffern, was da jetzt passiert. Ich habe zwei Köpfe gesehen und sehr viel Haut. Ich nehme an, es ist Haut, dass die da stehen irgendwie. Ich konnte es beim besten Willen nicht entziffern in dem Moment. Denkst, okay, gehst hin wie so ein Pleb in Photoshop und malst da einfach drüber wie so ein Kleinkind. Einfach drüber gezeichnet. Auch nur die groben Shapes. Es ging ja auch darum, dass es halt eigentlich alles simpler gemacht worden ist. Ihr werdet es wahrscheinlich jetzt dann auch später irgendwann sehen. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich mit dem Sprechen bin und wie weit das Video ist. Ihr werdet sehen, wenn es soweit ist. Es ist einfach so ein Pleb in Photoshop einfach drüber gezeichnet. Das gleiche habe ich dann auch beim T-Shirt-Muster gemacht oder T-Shirt-Design war einfach so wie so ein Kind einfach drüber gezeichnet und geguckt, dass die groben Shapes stimmen, dass da halt auch nicht so viel Detail drin ist, dass das alles so bildlich passt. Und ganz zum Schluss dann doch die Tattoos und nach einem Drittel habe ich dann resigniert, okay, ich habe ein paar Tattoos gemacht. Es sind zu viele. Es reicht jetzt erstmal. Es sind vorhanden. Ich glaube, ich habe die größten gemacht. Also ich habe die Fische, ich habe die Eule, ich habe die Audiospur. Das kannst du ja noch nachträglich hinzufügen. Texturen austauschen ist jetzt nicht das Problem. Aber ich war nach dem Stream, vielleicht derjenige, die dabei waren, war ja anscheinend ein paar, die ich war ein bisschen fertig an dem Stream. Ich sagte, Tattoos nach. Tue ich dann später nachreichen, nach und nach. Ich wollte ja dann auch dann den Stream dann tatsächlich doch beenden und dann, dass wir fertig sind, dass das alles funktioniert, dass wir dann den nächsten Tag, an dem ich streame, tatsächlich riggen können, weil ich die Basis an sich nicht geriggt habe, sondern dann, als später wie Flo's Modell fertig war, habe ich den ganzen Käse dann erst geriggt. Weil ich die Klamotten halt passend zu machen wollte. Ich dachte mir, es wäre für Riggen einfacher, wenn Klamotten vorhanden sind. Für das Basismodell hatte ich halt keinerlei Klamotten erstellt. Deswegen dachte ich mir, riggst du das, wenn es fertig ist, wenn Klamotten vorhanden sind, das macht das alles einfacher. Sonst musst du das drei, viermal riggen, weil Klamotten müssen ja auch gewickelt werden, dass das alles ein bisschen besser passt. Ich fand auch, das war von mir eine gute Entscheidung. Es hat auch relativ gut funktioniert. Den Rigging-Part habe ich jetzt in dem Video, was ihr seht, nicht drin. Ich habe tatsächlich hier nur die Texturierung in dem Timelapse drin, in Substance Painter Timelapse. Wenn ihr Interesse habt und einmal mal gucken wollt, wie ich das gerickt habe, wie das alles so funktioniert, falls da wirklich Interesse besteht, schreibt das in die Comments. Und ich zeige euch auch, wie ich gerade dieses Modell gradepainted habe, das Rig erstellt habe und so weiter, wenn ihr da Interesse dran habt. Ist jetzt halt nicht sonderlich spannend, finde ich, zum Gucken, aber wenn da ihr wirklich jemand Interesse habt. Ich bin kein Profi drinne, das war halt, wie gesagt, auch eine große Übungssache für mich. Wie gesagt, wenn Interesse besteht, an dem Rig zu gucken, wie hat das funktioniert, wo habe ich gefailt, wo musste ich Sachen nachkorrigieren, schreibt es rein in die Kommentare, wenn nicht, dann halt auch nicht. Ja, soweit dazu. Wie gesagt, als nächstes, wer in den Streams dabei war, als nächstes kommt Olli. Ich habe eine Münze geworfen, ob jetzt Olli oder Paul. Olli ist der Nächste, der dann modelliert wird. Während ich dieses Video aufnehme, ist das Model von ihm auch schon fertig. Es ist gerickt, da fehlen nur noch Blendshapes. Also ist dann das nächste, das letzte Modell Paul und dann wird ein bisschen was animiert. So Kleinigkeiten, so kleine Clips. Ja, und dann mal gucken. Vielleicht mache ich mehr Leute, vielleicht auch nicht. Primär wollte ich ja eigentlich ursprünglich, wie gesagt, animieren. Das ist ein bisschen eskaliert. Jetzt habe ich komplette Modelle oder fast alle drei kompletten Modelle fertig gemacht. Ja, ist.
Auch immer wenn so Ideen eskalieren, dann hat eine kleine Idee und dann halt doch, ja, könntest du ja eigentlich alles machen. Warum auch nicht? Einen Raum müsste ich eigentlich, glaube ich, auch noch erstellen. Ich kann sie ja nicht einfach ins Leere setzen. Hier ist das so eine kleine Box mit ihren Raum machen, dass sie wenigstens Mikrofon und Stuhl kriegen. Vielleicht auch noch einen Tisch. Wenn ich großzügig bin, kriegen sie noch einen Tisch. Mal gucken. Mal schauen. Ja. So viel dazu. Das Rest des Videos lege ich einfach Musik drunter, genieße das noch. Ursprünglich war es so geplant. Ich wollte den ganzen Käse, was geplant ist, in der Base sagen und dann einfach nur Musik drunter legen und ihr könnt das entspannt gucken. Jetzt müsst ihr mein Gelaber ertragen. Pech gehabt. Wenn jetzt schaltet. Stumm oder so, was weiß ich. Ja, wie gesagt, Rest vom Video. Bisschen Musik für euch. Ein echtes Timelapse. Und dann sage ich jetzt hier schon mal den Punkt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Interesse. Und ja, restliches entspanntes Video oder so. Keine Ahnung. Auf Wiedersehen. Ciao.